Heute, was geht ab, Leute? Hier am Odeonsplatz, an der Fackel. Hier habe ich gleich ein X-Raid. Regi Gigas hatte ich schon jetzt seit 2-3 Wochen nicht mehr. Weihnachtszeit und so. Keine Einladung bekommen, keine Raids gemacht. Aber jetzt ist es wieder soweit. Heute sogar 2. Und der ist nicht mehr so lange am Start. Ich glaube, heute ist das vorletzte Mal. Also müssen wir uns noch einen guten gönnen. Wobei, muss nicht unbedingt sein. Wir können auch einen guten ertauschen. Irgendwelche Lucky Trades und dann Lucky 100 oder sowas. Aber euch viel Glück, viel Erfolg und... Falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. X-Raid Time. Ich habe euch mal abgesetzt. Raid fängt an. Das ist übrigens die zweite Lobby. Zweite Lobby, 19 Leute. Nicht schlecht. Der Raid ist übrigens da hinten. Die ganzen Leute sind da am Start. Welcher Tag ist denn heute? Donnerstag. Donnerstag 13 Uhr. Stabil. Eine Menge Leute für Donnerstag 13 Uhr. Ein paar bekannte Gesichter. Ja, schreibt gerne unten in die Tage, ob ihr schon guten Regi Gigas habt. Oder ob ihr überhaupt schon mal eine Einladung hattet. Gibt es ja immer noch Leute, Zuschauer, die noch nie eine X-Raid-Einladung hatten. Oder erst eine oder sowas. Und man konnte ja das Ticket damals kaufen und sich dadurch einen schnappen. Es ist 13 Uhr, wie gesagt, das heißt um 16.30 Uhr habe ich wieder ein. Das sind halt knappe 3 Stunden. Normalerweise früher hätte ich jetzt einfach ein bisschen gezockt, die 3 Stunden durch, aber ihr wisst ja, in letzter Zeit bin ich nicht so motiviert laufen und 3 Stunden jetzt einfach zocken. Ja, habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. Aber jetzt erstmal den hier. Erstmal den hier und dann schauen wir mal weiter. 20 Leute und trotzdem ist ein Macho mal gestorben. Ich habe auch gar keine Ahnung, was gut ist. Null informiert. So, down. Schauen wir doch mal. 24, ich glaube das schon mal nicht, weil irgendwas mit 25 müsste es sein. Wobei, der Kleine hat 24, 48. Und ich habe 24, 73. Schauen wir doch mal. Fabelhaft. Oh, der beim Kleinen, oh, könnte nicht so, oh, der Kreis war nicht mehr tief, könnte gar nicht so schlecht sein. Ich werf mal eine goldene Berge. Könnte auf jeden Fall mein bester bisher sein. Schauen wir doch mal. Wir schauen uns auch gleich die Sammlung an, also die bisherige Ausbeute. Kann schon mal weg. So. 24, 73. Oh, was ist da los? Was ist da los? X-Raid-Pokémon, Bosse haben natürlich eine bessere Chance, gefangen zu werden. Deswegen schon sehr beunruhigend, wie er hier Stress macht. Hoho, was ist da los? Und wir haben nicht so viele Bälle. Was ist da los? Ich werde nervös, vor allem weil der gar nicht so schlecht ist. Okay, da haben wir ihn. Da haben wir ihn.
Erster Fang des Tages, oh mein Gott. Daran seht ihr, dass ich momentan nicht so aktiv bin. Oh, 96. Gefällt mir. Gefällt mir. Nice. Den kann man doch maxen. Ihr wisst, bei mir in der Regel legendäre Pokémon 96 Attack 15 Minimum. X-Ray sogar 93. Dementsprechend guter Tag, ich bin zufrieden. Geh mal heim. Jo, da sind wir wieder. Zweiter X-Ray um 16.30 Uhr in 16 Minuten. Ich gehe hier noch ein bisschen spazieren, weil wir sind ein paar Minuten zu früh. Ich habe in der Zwischenzeit mir was zu essen geholt und ein paar Arenen gemacht. Und ja, ich bin auch wieder von vielen gekickt worden, denn die Leute kommen wieder aus den Löchern gekrochen. Winter ist vorbei, die Weihnachtszeit ist vorbei, die Feiertage sind vorbei. Boah, da ging es gut ab. Da war ich ständig in 20 Arenen und die haben halt gehalten. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage. Das waren echt saftige Zeiten. Aber die sind jetzt vorbei. Yo, ich bin wieder zurück, erst der nächste Morgen. Zweiter X-Rate war nichts Besonderes. Der erste, überragend. Also überragend, 96. Ich kann mich nicht beschweren. Wie gesagt, schreibt gerne unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Und dann kam noch eine Nachricht rein von Niantic, ein Tweet. Die haben halt geschrieben, seid nicht verwirrt, Leute, Trainer. Es gibt noch keine Änderung bezüglich der X-Rates. Nächste Woche, da wird immer noch Gigas im X-Rate sein. Was ich ja am Anfang auch gesagt habe, also das war der vorletzte und nächste Woche, da habe ich sogar 3 Einladungen, wenn alles klappt. Also 3 Chancen noch auf den 100er. Aber war ja bisher immer so, dass solange der neue nicht angekündigt wurde, jede Einladung, die davor rausging, ist immer noch der alte Raid Boss, Ex-Raid Boss. Das ist ja nichts Neues, war bisher immer so. Und erst die Einladung nach der Ankündigung ist dann für den neuen. Das heißt, selbst wenn jetzt irgendwas angekündigt wird, neuer Ex-Raid Boss dies und das, die Einladung, die wir bereits in der Tasche haben, wird immer noch für Gigas sein. Also auf jeden Fall nichts Neues und diese Nachricht hier schlägt ein bisschen Welle bezüglich Niantic, aber ist ja nichts Neues. Deswegen checke ich die in Aufruhr um diese Nachricht nicht wirklich. Ich denke, das wird demnächst angekündigt. Die Einladung für nächste Woche ist noch Gigas und zwar die letzte. Und dann die nächste Einladung, die sollte dann für den nächsten Raid Boss sein. Was das sein wird, ihr werdet sehen. Ja, ansonsten hatte ich eigentlich heute was geplant, aber arbeitstechnisch habe ich zu viel zu erledigen. Mache ich dann morgen. Ich hatte ja das Rage-Shot-Video hochgeladen, Shen Heatran Rage-Shot, könnt ihr gerne abchecken. Ich habe mit sehr verrückten Sachen gekämpft, weil ich hatte die Beleber gebraucht, die hatte ich extra gespart, extra die Rage-Shot auch noch mitgenommen für die Beleber, denn ich habe vor, ich hatte wie gesagt es heute vor, mache es Samstag, ihr seht es dann Sonntag, dieses Video seht ihr, heute Freitag, genau. Sonntag seht ihr das, Samstag will ich das, und zwar werde ich ganz viele Rocket-Bosse machen, werde sogar extra die Radare kaufen, werde das so machen, also es gibt ja den Trick, indem man jede Stunde wieder vorbeikommt. Ja, jede Stunde. Mehr dazu dann im Video Sonntag. Jede Stunde nur, nicht 90 Minuten. Da vorbeischaut. Und dann hat man da jedes Mal eine neue Chance auf den Shiny, auf den 100er. Und genau das werde ich dann machen. Ich werde Samstagmorgen losgehen und dann die ganzen Rocket-Bosse besiegen. Sierra. Ich weiß nicht, ob ich es erstmal nur mit einem machen soll. Oder gemischt Sierra und Ardo. Auf jeden Fall ein paar besiegen. Radar kaufen, weil ich habe keine Zeit und keine Lust, immer 6 Rocket-Bosse, also Rocket-Rüppel zu besiegen für einen Rocket Boss Radar. Kauf mir die Radare, such mir einen Rocket Boss. Wie gesagt, wahrscheinlich erstmal einen nur, immer den gleichen, in der Innenstadt irgendwo. Und dann habe ich da sozusagen meine Fallen ausgelegt. Und die checke ich dann jede Stunde, drehe ich die Runde ab und check da. Und jedes Mal checken und dann Shiny und 100er. Und dann können wir uns hoffentlich einen erkaufen. Das ist so der Plan. Das werde ich dann machen mit, ja, mit allen drei. Für Damian Plex brauche ich nur einen Shiny. Für Kindborn brauche ich einen 100er und einen Shiny. Und für Absolut natürlich auch ein 100er und ein Shiny. Genau, das werden wir demnächst machen. Zwischendurch halt natürlich immer Lavgas, wenn ich den sehe, aber das ist schon ein seltener Rocket Stop. Auf jeden Fall nicht genug. Nicht genug Lavgas. Vor allem, ich habe bisher nicht mal einen annähernd. Ja, auch nur annähernd. Also 583 ist das Minimum. Aber wie gesagt, dazu mehr noch im Video am Sonntag. Minimum. Und da ist auch noch die Chance nur 10%. Das 583 reicht. Also, je höher, desto besser. Ich hätte nicht mal einen bei 583, also wie soll ich da noch einen höher bekommen? Ah, Labgas. Auf jeden Fall, Sonntag, Samstag bin ich auf der Jagd.
nach dem 100er oder Shiny, Abso oder Kindwurm. Seht ihr Sonntag? Ansonsten geht heute, glaube ich, nicht mehr so viel. Ihr wisst Bescheid. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier Business.